Nur gesunde Embryos und solche, die die besten Entwicklungschancen zeigen, sollen in die Gebärmutter übertragen werden und damit am Leben gelassen werden. Es geht also heute Abend um eine ganz zentrale Frage, nämlich die Frage, ob es erlaubt sein soll, zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben zu unterscheiden. Am 14. Juni stimmen wir in der Schweiz darüber ab, ob die PED künftig auch bei uns zugelassen werden soll. Lebensrechtsorganisationen und Behindertenverbände rufen zu einem ganz klaren Nein auf, denn sie sagen, Glück lässt sich nicht testen. Einsteigen zu dem Thema, wenn wir heute mit einem Filmbeitrag zum PID, Minenfeld-Präimplantationsdiagnostik. Der Film kommt aus Österreich. Dort ist PID seit Anfangsjahr zugelassen. Und der Film, den wir jetzt gerade sehen, ist von der österreichischen Lebensrechtsorganisation Jugend für das Leben. In Wahrheit erleben wir, wie der Embryo emotional und rational immer weiter von uns distanziert wird. Also ich finde es einfach sehr gefährlich und es ist jetzt so, dass ich nicht glaube, dass das immer in den Händen von denen ist, die ethisch hohe Werte leben. Es ist einfach viel, viel Geld mit dem allen zu verdienen. Ja. Das Kind hat ein Recht darauf, in Liebe empfangen zu werden. Das klingt jetzt wie im Bilderbuch, aber es ist einfach so. Präimplantationsdiagnostik ist, wie der Name sagt, eine Diagnostik, die vor der Implantation der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter stattfindet. Das heißt gleichzeitig auch, dass diese Diagnostik am Embryo nur durchgeführt werden kann nach einer In-vitro-Fertilisierung, also nach einer Befruchtung im Reagenzglas. Bei einer normalen Schwangerschaft, bei einer normalen Konzeption kann man keine Präimplantationsdiagnostik machen. In der PED erleben wir zum ersten Mal, dass Menschen rein aus dem Grund produziert werden, um sie zu selektieren. Auf eine Lebendgeburt nach dem Verfahren der PED haben 33,7 Embryonen ihr Leben lassen müssen. Aus sozusagen diesem Gedanken heraus, die Medizin gewährleistet mir ein gesundes Kind oder hat das zu gewährleisten, entsteht auch ein überzogener Anspruch. Ja, also ein Anspruchsdenken auf ein Null-Fehler-Baby. Und das wird sich früher oder später die Frage stellen: Ja, wer darf dann überhaupt noch ungetestet ins Leben treten? Gibt es sowas wie ein Recht auf Unvollkommenheit? Also die Frage stellt sich auch demokratiepolitisch, sie stellt sich ethisch. Wer ist dazu legitimiert, zum Beispiel eine Watchlist von Krankheiten aufzustellen, nach denen selektiert wird? Wer ist noch normal? Ja? Ist ein Kind mit Down-Syndrom heute normal? 90% der Kinder mit Down-Syndrom werden abgetrieben, ja? Sind nicht mehr normal. Also dieses Spektrum wird dann durch die PED noch einmal enger werden. Das Glück, das wir dann wirklich gehabt haben, war, dass wir von einer Ärztin betreut worden sind, die uns ja nicht schockiert hat, die uns auf eine normale Art und Weise gesagt hat, ja, es ist doch ein Down-Syndrom. Für uns ist keine Welt zusammengebrochen. Ich habe ja immer als Hebamme immer wieder mal Geburten erlebt, wo es ein Down-Syndrom-Kind gab. Ja? Und natürlich ist das für die Eltern immer ein sehr großer Schock. Ich habe immer wieder auch versucht, den Eltern die positiven Dinge dieses Menschen, das er mitbringt in diese Welt, ja, mitzuteilen. Und es hat ihnen auch immer wieder geholfen, dass ich gesagt habe, ich habe auch eine Schwester, die hat Down-Syndrom. Die haben mich auch immer wieder angerufen und nachgefragt, weil sie gesagt haben, sie sind die Einzige in diesem ganzen medizinischen Setting, ja, die mir auch Positives sagt. Eine Gesellschaft verarmt dann, wenn sie nicht mehr mit den schwächsten Gliedern der Gesellschaft umgehen kann. Wenn sie glaubt, sie kann Leid eliminieren, indem sie den Leidenden eliminiert. Selbstverständlich glaube ich, dass die PID die Einstellung der Gesellschaft verändern wird, weil wenn es einfach sozusagen so ins Detail geht, was alles nicht sein muss, das auf diese Welt kommt, an Eigenschaften, an Krankheiten, an Behinderungen oder Beschränkungen oder Einschränkungen, ja. Wenn, dass sich dann einfach der Bezug der Gesellschaft, dass das überhaupt sein darf, in welcher Form auch immer, drastisch verändert.
und dass es eher dann die umgekehrte Variante ist. Ich muss mich als Mutter oder als Vater rechtfertigen vor der Gesellschaft, dass ich der Gesellschaft das noch zumute. Weil die Akzeptanz von behinderten Menschen, die Toleranz sehr, sehr sinken wird. Weil es einfach de facto weniger Menschen geben wird, die wirklich in ihrer Genetik anders sein werden. Und weil automatisch dann der Umgang mit solchen Menschen sinkt und auch das Verständnis und ja, auch die Nachsicht sinken wird. Wir bemühen uns in etlichen Bereichen um, sagen wir, saubere Standards. Ich denke, es wäre an der Zeit, dass wir auch in diesem Minenfeld der Bioethik und der technisch-medizinischen Möglichkeiten, die sich ergeben, dass wir in diesem Minenfeld sagen, nein, also hier machen wir nicht mit, sondern hier steht Österreich für ethisch höhere Standards als in anderen Ländern. Ich glaube, dass hier eine der größten Gefahren liegt, dass man einerseits versucht, jetzt eine perfekte, fehlerfreie Gesellschaft zu erzeugen, und die da nicht mitmachen, bleiben irgendwie auf der Strecke. Und Leben ist ein Gut, das einfach nicht vor eine Wahl gestellt werden darf. Also auch weder jetzt vor eine demokratische Wahl noch vor die Wahl Ja oder Nein, sondern Leben ist einfach zu akzeptieren, so wie es ist.